23. Februar, 11.56 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Es geht weiter im Text. Herr Wright? Hä? Was? Laufen Prozesse immer so ab bei Ihnen? Als würde man versuchen, vom Grund eines Sees aufzutauchen, die Oberfläche kommt näher, aber egal wie sehr man sich abstrampelt, man erreicht sie einfach nicht. Ja, meistens. Aber heute schwimmen wir eher in Treibsand. Naja, wie auch immer. Was ist denn eigentlich mit deiner Schwester? Die wurde offenbar ins Richterzimmer gerufen. Hat wahrscheinlich was mit diesem Stück Stoff zu tun. Na, das ist dann ja wohl der Wendepunkt des Prozesses, oder? Unsere einzige Hoffnung. Ein kleines, unbedeutendes Stück Stoff. Ehrlich gesagt, bin ich es gerade, der sich klein und unbedeutend vorkommt. Hola, amigo! Hola, amigo. Okay. Willst du einen Stier regen, musst du mit roten Tüchern wedeln. Hat man mir so beigebracht, als ich noch im Dreikäsehof war. Wachtmeister Marshall! Dachte, ich schau mal vorbei. Guck mir an, wie es so läuft. Bin wohl ein bisschen spät, was? Haben das Gericht schwerer abgeregelt als in vorn feindlichem Gebiet. Was ist denn überhaupt los? Seit 2 Tagen wirken sämtliche Polizisten extrem gereizt. Compadre, haben sie nicht genug um die Ohren, ohne sich noch darüber Gedanken zu machen? Fragen sie sich lieber, warum die Anklage sich so brennend für Charts interessiert. Wachtmeister Marshall? Die Schalsache hatte nicht das Geringste mit einem wirklichen Schal zu tun. Sie hat nicht mal einen Schal umgehabt. Was sie nicht sagen. Na, das ist ja ein Ding. Oft sah ich einen zarten Hauch von Rot um ihren schlanken Hals geschlungen. Auch an dem Tag. Sie hatte einen roten Schal um. Was? Bei der Preisverleihung am Nachmittag. Edgeworth müsste ihn auch gesehen haben. Wie ist das möglich? Auf dem Foto, das am Tatort gemacht wurde, hatte sie keinen Schal um. Also hatte Frau Starr doch recht. Naja, das wär's dann wohl. Denken Sie dran, Amigo. Manchmal muss man den Stier bei den Hörnern packen. Und manchmal muss man ihn einfach nur machen lassen, was er will. Abwarten. Herrje, bei der Sache habe ich kein gutes Gefühl. Tja, und wo drin schwimmen wir jetzt, Herr Wright? Wenn Steaksoße ist, kann ich mit ein paar leckeren Rippchen aushelfen. Yeehaw! Yeehaw, ja, hoho, ja. 23. Februar, 12.32 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 9. Ich fasse dann zusammen? Was ist los? Warum guckt der Richter die ganze Zeit zur Anklage rüber? Gibt es ein Problem, Herr Edgeworth? Sie sind ganz blau angelaufen, Ihre Lippen sind lila, Sie schwitzen wie verrückt. Diese gerunzelte Stirn, die knirschenden Zähne, die wässrigen Augen. Was noch? Ihr Blick ist leer, Sie krümmen sich. Das kann nicht sein. So etwas darf nicht passieren. Was ist bloß mit Herr Edgeworth los? Nun gut, ich denke, wir sollten das Verfahren fortsetzen. Ich hatte die Anklage während der Prozesspause aufgefordert, Ermittlungen durchzuführen. Das ist inakzeptabel. Der Staatsanwalt scheint ein wenig neben sich zu stehen. Entschuldigen Sie, klopf, klopf. Na, was ist denn das jetzt wieder? Wer ist da? Oh. Wer ist das denn jetzt wieder? Eine seltsam stickige Atmosphäre scheint den Gerichtssaal zu füllen. Hey, die Temperatur ist um 5,7 Grad gestiegen, seit dieser Mann reingekommen ist. Wer zur Hölle ist das? Ah, Sie sind's. Oh, hehe. Tut mir leid, bin spät dran, Aji. Furchtbar viel Verkehr. Ich bin's nur. Lang nicht gesehen, wa, Aji? Was haben Sie so getrieben? Gehen Sie viel schwimmen in letzter Zeit? Ah, hallo. Nein, ich hatte zu viel Arbeit.
Arbeit, Arbeit, Schmarbeit, Achi Junge. Lassen Sie auch mal fünfe gerade sein. Ja, bestimmt. Achi scheint sein Spitzname für den Richter zu sein? Ich fürchte, du hast recht. Grauenvoll. Entschuldigung, aber wer sind Sie? Ah, Sie müssen Raito sein, der Anwalt. Hab nur Gutes von Ihnen gehört, Junge. Hä? Danke. Eine Schande, dass Wurfeline Ihnen so viel Ärger macht, nicht? Wir sollten alle mal zusammen schwimmen gehen. Das wäre eine Wucht. Wurfeline? Herr Wright, kennen Sie etwa nicht den Bezirkschef der Polizei? Polizeichef? Er ist der höchstrangigste Polizist des gesamten Bezirks. Gant, der Name. Damon Gant. Schön, Sie alle zu sehen. Komischer Typ. Also, wie kommen wir zu der Ehre? Es ist mehr als 2 Jahre her, dass Sie das letzte Mal hier waren, oder? Tja, alles wegen Ruffy hier. Guck dir den armen Kerl doch mal an. Ich dachte, es wird ein bisschen helfen, wenn ich das hier vorbeibringe. Hey, das ist der Schein meiner Schwester. Frau Star hat sich das also doch nicht nur eingebildet. Zur Tatzeit hatte Frau Sky wirklich einen Schal um. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass er in den Auspuff gestopft war. Von kleinen Ruffys Auto. Ja, wirklich. Höchst peinliche Nummer, selbst für unsere Verhältnisse. Was ist das? Das ist, was man landläufig ein Springmesser nennt. Erstaunliche Sache. Herr Polizeichef, was geht hier eigentlich vor? Herr Edgeworth, wie konnten Sie ein so entscheidendes Beweisstück übersehen? Wie sollen wir bitte unsere Arbeit machen, wenn Ihre Ermittler so nachlässig sind? Moment mal, Ruffy. Ich habe nicht das geringste Bedürfnis, mir Ihre Entschuldigungen anzuhören. Sie halten jetzt gefälligst mal die Luft an. Oder habe ich mich undeutlich ausgedrückt? Werfen Sie mal einen Blick auf dieses Schriftstück, da wo steht zuständiger Ermittler. Die Unterschrift ist eindeutig. Miles Edgeworth? Das ist unfair. Am Tag des Verbrechens hatte ich den Kopf in den Wolken, weil Sie diese Auszeichnung bekommen haben. Ich weiß, wie Sie sich jetzt fühlen. Aber Sie sind hierfür verantwortlich. Ich erwarte eine schriftliche Entschuldigung. Was? Ernsthaft? Immer mit der Ruhe. Wir rücken das schon wieder gerade, was Sie da verbockt haben. Das ist das erste Mal, dass ich Edgeworth sprachlos erlebe. So eine Nachlässigkeit sieht Ihnen überhaupt nicht ähnlich, Herr Edgeworth. Das Gericht lässt diesen neuen Beweis zu. Aber vorher würde ich die Verteidigung gerne um einen Gefallen bitten. Ja? Nur um sicher zu gehen. Ich würde gerne mal einen Blick auf die Klinge des Messers werfen. Die Klinge, euer Ehren? Naja, warum nicht? Könnten Sie es vielleicht für mich öffnen? Ja, sicher. Ich glaube, man muss einfach nur hier drauf drücken und... Wenn ich mir in den Finger schneide, kann ich meinen Hammer nicht mehr benutzen. Tja, und wenn ich mir in den Finger schneide, kann ich nicht mehr auf andere zeigen. Los jetzt, nun öffnen Sie schon das Messer. Na gut, Springmesser, das macht er jetzt übrigens gerade automatisch. Aber jetzt können wir uns bewegen, okay, alles klar. So, Springmesser, ja, interessant, untersuchen. An dem Messer ist ein kleines Schild befestigt. Ich glaube, das steht SL92. Was kann das heißen? Ich habe schon mal sowas gehört. DL6, vom berühmten Fall DL6. Aber das ist seltsam. Hä? Was ist? Ich bin nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, das schon mal irgendwo gesehen zu haben. Ziffern wie diese, oder zumindest welche, die sehr ähnlich aussahen, irgendwie. So, können wir hier noch irgendwas angucken? Nein? Vielleicht noch einmal so herumfahren. Nein, auch nicht. Wo muss man jetzt genau drauf drücken? Moment, untersuchen. Ah, müssen Sie mich so erschrecken? Ich bin hier der Erschrockene.
Sehen Sie sich die Klinge des Messers an. Die Spitze ist abgebrochen. Und dieser dunkelrote Fleck, ist das Blut? Springmesser zur Gerichtsakte hinzufügt. Das entschuldigt in keinster Weise das Verhalten der Polizei. Ich würde dazu gerne eine Erklärung des Polizeichefs persönlich hören. Es tut mir furchtbar leid, aber dürfte ich Sie in den Zeugenstand bitten? Zu den Unstimmigkeiten zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei. Und zu diesem Messer. Sicher, natürlich. Überhaupt kein Problem, wirklich. Chaos auf dem Revier. Zeugenaussage. Mit dem Messer hat es etwas Besonderes auf sich. Ich kann aber nicht sagen, was. Es sei denn, wir hätten Beweise für eine Verbindung zu Goodman. Es war ein schlimmer Tag für das Revier. Weiter zu ermitteln stand außer Frage. Ein Inspektor war auf dem Revier ermordet worden. Alles ging drunter und drüber. Die Tatzeit? 17.15 Uhr. Interessanter Zufall, oder? Eine offizielle Verbindung zu diesem Fall besteht nicht. Ich kann nur wenig dazu sagen. Es gab einen Mord auf dem Polizeirevier? An einem Inspektor? Diese Informationen sind unter der Hand, Aji. Es gab noch keine offizielle Bekanntgabe. Warten Sie mal. Sie sagten 17.15 Uhr. Zur exakt selben Zeit wurde Goodman im Gebäude der Staatsanwaltschaft ermordet. Ruhe im Gerichtssaal! Naja, das ganze Revier war in heller Aufregung, wie Sie sich vorstellen können. Wir stecken mitten in Ermittlungen unter höchster Geheimhaltungsstufe. Alles, was ich hier sage, muss unter uns bleiben, okay? Ich denke, wir können uns alle in die Lage der Polizei hineinversetzen. Ja, Herr Wright? Zwei Inspektoren, die zur selben Zeit an verschiedenen Orten ermordet wurden. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist ziemlich gering, rein logisch betrachtet. Ich würde gerne mein Recht nutzen und den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen. Na gut, wie Sie wünschen. Bleiben Sie aber bitte mit Ihren Fragen bei unserem Fall. Chaos auf dem Revier. Kreuzverhör. Die ganze Sache wird langsam interessant, oder? Mit dem Messer hat es etwas Besonderes auf sich. Ich kann aber nicht sagen, was. Moment mal! Entschuldigung, Besonderes? Schwierig, an so ein spezielles Fabrikat heranzukommen. Könnte diese Besonderheit das kleine Schild hier sein? Oh, tut mir leid, Raito. Dazu darf ich mich im Moment nicht äußern. Dazu nicht. Wir haben festgestellt, dass das Messer in Goodmans Brust dieses Messer war. Warum also gab es am Tatort ein zweites Messer? Rätselhaft. Ein Rätsel, verpackt in einen Schal. Es sei denn, wir hätten Beweise für eine Verbindung zu Goodman. Dieses Messer wurde an unserem Tatort gefunden. Das sollte es in Verbindung mit dem Fall setzen, denken Sie nicht? Sehen Sie, auf dem Revier geht vieles vor, zu dem ich mich nicht äußern kann. Sehr heikle Angelegenheiten, okay? Tut mir leid, Raito. Vielleicht finden wir am Messer selbst irgendeinen Hinweis. Lassen Sie uns die Zeit, die wir haben, nutzen, um es genau zu untersuchen, Raito. Ein Beweis dafür, dass das Messer in Verbindung zu Goodman steht. Ich glaube, langsam fügen sich die Einzelteile zusammen. Ich sollte das Beweisstück vorlegen, das mich schon die ganze Zeit beschäftigt. Also, was genau hat sich auf dem Revier abgespielt? Ja, an der Stelle möchte ich dann ganz einfach nochmal, es sei denn, wir hätten Beweise für eine Verbindung zu Goodman. Ich muss mir nochmal kurz das Messer angucken, um ganz sicher zu sein. Moment. Sprengmesser, wir drücken nochmal. Was stand nochmal genau auf diesem Schildchen hier drauf? Da ist ein kleines Etikett auf dem Messer. Da steht SL92. Was soll das heißen? Keine Ahnung, aber es erinnert mich an einen ähnlichen Code. DL6, vielleicht ist es die Kennung eines Falls? Das ist komisch. Was? Ich erinnere mich nicht genau, aber ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Etwas, das mich an dieses Etikett erinnert. Es ist nicht lange her. Vielleicht sollte ich noch mal einen Blick in die Gerichtsakte werfen. Genau. Denn, um mal ein bisschen zurückzuspringen, was steht denn hier bitte drauf? Goodmans Notiz. Prüfen. Dreht das Ganze mal in Gedanken um.